Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn ich habe mir Wayne Morris eingeladen und wir werden beide zusammen über die schönsten Reisen in diesem Sommer reden. Und da freue ich mich drauf. Herzlich willkommen und jetzt viel Spaß. Und ich habe es mir schon so lange gewünscht, dass ich mal mit Wayne zusammen ein Primetime-Magazin machen darf. Hier ist er heute, Wayne. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Hi, Boris. Großartig. Dankeschön. Freue mich. Und ich bin mir ganz sicher, du hast auch ein paar Songs dabei. Ja, habe ich ein paar Songs, ja. Und am Ende der Sendung, und das wird richtig toll werden, am Ende der Sendung werden wir dieses Mal unseren neuen Song, nämlich den, mit dem wir 2020 verabschieden und uns auf ein besseres 2021 freuen, werden wir den Song hören. Da freue ich mich besonders drauf. Wir haben ihn schön aufgenommen in einem Studio und haben viel Spaß gehabt. Du hast viele Reisen mitgemacht in den letzten Jahren. Gibt es Reisen, an die du dich besonders erinnerst, wo du sagst, das waren total tolle Destinationen, das hat richtig Spaß gemacht? Ja, ich habe ein Top 10, aber für die heutige Sendung wird es die Top 5. Otherwise ist es dauert 3 Stunden. Ich glaube, ich fange an mit der Reise vor ein paar Jahren, die Vita, Aida Vita, von Hongkong nach Vietnam. Ja. Die Orte, wo wir gehen, ist wirklich atemberaubend. Ich sage das nicht nur. Warst du denn vorher schon mal in Asien? Ja, ich war in Asien. Aber erstmal, wo wir gedockt haben in Hongkong, es war the world's most greatest incredible shopping center I have ever seen. Wirklich. Und dann, wir sind losgefahren und wir sind diesen booked. I always erinnere it like. How long has this been going on? How long, you know, this place in, you know, this... Is in Vietnam? How long is in Vietnam, is it? Yeah, I don't really put me on the spot. Ich weiß nicht ganz genau, wo das ist, aber es ist beeindruckend, ich sage dir das jetzt. Weil du gehst mit einem kleinen Tender whatever, oder zu einem anderen kleinen Schiff, kleines Boot, und dann durch diesen Insel, wie der James-Bond-Insel. Yeah. Amazing. Dann gehen wir auf Land und dann in eine Hülle. Ja. Es war wirklich amazing. You know, ich komme rein in diese Hülle und es war so viel Echo. Ich habe gesungen, oh, die Aida ist. And everybody, then the passenger war irgendwo überall in dieser Hülle. Ist mein Zuhause. Es war so immer, oh. Es war so, I mean, wirklich, es war so cool, man. Oh, die Aida ist. Ja, und eine Reise haben wir ja zusammen gemacht, Bangkok, vor 2 Jahren. Und das war also für mich eine meiner schönsten Reisen. Und ich habe echt schon viele auch mitgemacht bei Aida. Und bei uns heißt es immer, wenn diese Ausflüge vorgestellt werden, dann heißt es immer Papageiensichtung möglich oder Orang-Utan-Sichtung möglich. Dann kamen wir da an, das ist eine Insel, da laufen alle Orang-Utans frei rum, die leben da ganz frei. Und die Menschen, die kommen, gehen in Gitterkäfigen da durch. Und wenn du Glück hast, siehst du einen Orang-Utan. Ich stand da so relativ dicht am Zaun und der Guide hat erzählt, wie die da so im Verbund leben und was die so machen. Und dann nahm der einen Stock und hat den Stock durch den Zaun gesteckt, genau in meinen Bauchnabel. Ja, das habe ich gesehen. Hat er so gedreht. Aber das ist ein Erlebnis gewesen. In meinem Leben hätte ich mir nicht geträumt, dass ich sowas sehe, dass ich auch so nah mit so tollen Tieren bin. Aber dass die so einen Quatsch machen. Also das war für mich ein großartiges Erlebnis. Dann die Tempel zu sehen, also dass die Kultur und die Tempel, und selbst wenn man nur als Tourist da ist und selbst wenn man nur durchgeht, aber diese jahrtausendlange sozusagen Geschichte, die dahinter steckt. Und dann war natürlich auf dieser Asienreise Wayne Morris live on the pool deck. Irgendwann, nach 15 Minuten, 20 Minuten, gucke ich nach rechts rüber und sehe meinen Sohn, damals 13. Ich erinnere mich, der Moment habe ich auch gesagt. Er stand auf dem Tisch und hat so gemacht. Zu Musik, die er gar nicht kannte. Yeah. Und er stand da und hat gefeiert, als ob es keinen Morgen gäbe. Das war auch wirklich großartig. That's why I love you. Yeah. Großartig. Großartige Party. Es nahm kein Ende. Über 2 Stunden. Ja, das ist der Norm. Erinnert mich, ja. Und jemand hat eine Kamera von oben. Ich weiß nicht, wie die haben das gemacht. Mit einer Drohne mit vielleicht. Drohne oder so, ganz von oben.
Also das war Asien und ich hoffe, dass es bald wieder losgeht. Tatsächlich, wir freuen uns alle unheimlich, wenn diese weltweite Pandemie endlich im Griff ist und wieder losfahren können. Schritt für Schritt wird das dieses Jahr passieren, bin ich ganz sicher. Und ich freue mich schon, dass wir im Sommer zumindest die ersten Reisen wir wieder mitmachen können. Also ich bin seit einem Jahr nicht AIDA gefahren. Das ist, I miss it. Ja, me too. Jetzt kommt Platz 4. Jetzt kommt dann Platz 4, weil die Weltreise, oder ein Teil von der Weltreise, Sydney nach Mauritius. Ja. Mauritius ist sowieso einer von meinen Lieblingsplätzen auf diesem ganzen Welt. Atemberaubend. Das Wasser, Türkis an diesen Pampelmus-Gardens, an die Schildkröten, 400 Jahre alt. Es so viele Sachen, you know. So Sydney zu Mauritius. Und wir sind zu Fremantle gegangen. Ja. Okay. Was für eine coole Stadt. Hat mich so beeindruckt. Ich habe ein paar Klamotten da gekauft, einen Kaffee getrunken, ob ich einen Tee trinke. Ja? Aber ja. Nein, es war irgendwie cosmopolitan, aber colonial. Es war incredible. So, wenn die Passagiere eine Chance haben, Fremantle zu entdecken, ich kann nur sagen, wow, wow, wow. Und du hast einen Song mitgebracht, ne? Damals? Auf der Weltreise? Das habe ich gemacht, Einmal um die ganze Welt, alles sehen, was uns gefällt. Oh, wir lieben hier und jetzt. Einmal um die ganze Welt. Ich weiß, ich habe den Film gesehen, die Gäste haben... sind hoch und runter gesprungen und haben sogar eine Choreografie gemacht dazu, zu dem Song. Das hat mich beeindruckt. Ja. Ich habe dich zu verdanken, weil du hast das eingeladen bestimmt. Weil ich komm an die Bühne, ich möchte jetzt einen Song, ist so neu, ich kenne das nicht und bla bla bla. Und dann einmal... Und dann wurde, what? Und es hat mich wirklich erschrocken. Wirklich, und das war so, auch ein toller Glücksmoment. Die Stimmung auf die Weltreise ist ganz besonderes, weil du wirklich merkst, es ist ein Familie-Feeling. Yeah. Es ist eine große Familie unterwegs, nach ein paar Wochen, die kennen einander, nach ein paar Monaten, es ist like, richtig, wow, ein Kumpel, und yeah, es ist nur am Grüßen, hey, wir sehen uns, wir sitzen an der Tisch heute Abend, ja, an bla 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 bla, an Ausflüge machen, und it's incredible. Wir waren ja hier im Hamburger Hafen, als die Weltreise zu Ende war, und haben ja auch gefilmt, die Gäste, wie sie abgestiegen sind, und wir haben keinen gefunden, der nicht traurig war zum Abschied, der nicht geweint hat zum Abschied. Sie haben alle feuchte Augen gehabt, sie haben alle erzählt, ach, jetzt treffen wir die Dresdner nicht wieder und was ist denn mit den Hamburgern und so. Sondern unglaublich, es war wie eine, als ob eine Familie nach einem großen Fest auseinandergeht. Und fantastisch, finde ich, you know, ist so viel like Liebe. I mean, in der heutigen Zeit, wir brauchen mehr von diesen menschlichen Gefühlen und Liebe. Und it's just so cool, so cool. Und das muss Leute auch bedenken, wenn die buchen ein, so ein Reise, wow, it's Erholung pur. It's wert, die Welt zu sehen, präsentiert von AIDA. And incredible places, incredible Tieren, incredible Erlebnisse. It's just, I mean... Wie war das mit den Tieren in Australien? Hast du in Australien die Tiere getroffen, die man in Australien auf jeden Fall treffen muss? Yeah, Kangaroo. Ja, Känguru. Yeah. Hat mich eine reingehauen? No. No, it's just so, and the koalas and stuff. It's just, wie gesagt, es war großartig. Das ist, warum ich war auf meine Liste. Ja? Ich bin mit AIDA bin ich wirklich rumgekommen in der Welt. Ja? Ich habe so viele Sachen gesehen, aber Australien war wirklich eine Highlight. Und wert absolut dahin zu gehen. Amazing. Jetzt kommt die Nummer 3. Ja, die Lune. Ich glaube, das von New York, Charleston und bla bla bla. Right. So coole Ecken. Und dann. Karibik? Down to the Caribbean. Yeah. Yeah. Die haben gesagt, oh Wayne, du musst diesen Bacardi-Insel sehen. Ja. Yeah. Ich sagte, ja, das ist eine gute Idee, weil ich als Kind Bacardi-Rum-Insel, whatever, there, in der Werbung und stuff. Okay, jetzt. So, everybody sind, you know, früh aufstehen, sind alle weg und ich um 10 Uhr mein Frühstück und die letzte Tende und dann ich gab mein Ukulele, weil ich wollte ein paar Fotos machen, ja, mit, you know, von dieser Tende. So, the photograph said, oh look, on the beach da drüben, am Strand, setz dich auf diesen Stück Treibholz, heißt das? Ja. Ich sagte, ja, der riesengroßen Klotz, der sitzt drauf. So, ich gehe mit meinem Ukulele und ich sitze da. Und I swear it, innerhalb von einer Minute,
Ich war surrounded. Wie heißt das, surrounded? Ich war umgeben. Das gibt's doch. Me mit meinem Ukulele, singing whatever. Aber innerhalb von einer Minute war irgendwie like, es war incredible. Und das Tolle ist, ich kenne einen Gast, der dabei war, und der erzählt genau die gleiche Geschichte. Echt? Ja, erzählt sie nur von einer anderen Perspektive. And have a great holiday. An der Tag hatte ich auch eine Show. Ja. Im Theatrium. Ja. Im Theatrium, ja. Nicht auf der Pool. Ja. Und ich glaube, einen Tag früher habe ich eine Bob Marley Rastafari und whatever Ding gekauft und ein T-Shirt und komme auf die Bühne singing, you know, no woman, no cry, whatever. Yeah. But vergiss das nie. Chris Broderick war der Entertainment Manager. Yeah. Und sagte, Wayne, die warten auf dich. What was it, die warten auf mich? And I'm playing rock and roll over there. And I'm looking at eine Gang of kräftige Leute, you know, alle waren, and I, but Wayne, stage diving, I went, what? Stage diving? I said, wir sind auf der AIDA, not in a... So ich bin da gegangen mit meiner Gitarre and I'm going, okay, here we go. And lass, and wirklich, they haben mich getragen. It's my erste stage diving, you know. Mein erstes Stage Diving ever auf einer AIDA-Schiff im Theatrium, nicht auf dem Pooldeck. Und es war so ein mega, mega Gefühl, you know. Vielleicht like brilliant Idee von Chris Broderick. Und es, again, captured the moment. Der ganze Schiff hat wirklich an drei Etagen gejubelt. So eine Roar, so eine Wow. It was a star. And it was really. And then back on stage to sing the letzte Refrain from Rockin' All Over the World, I'm thinking. What was that guy? You know, das war just really ein richtiger Highlight schon wieder von AIDA. You know, das Tolle ist eigentlich, dass du knapp über 50, ja, bist du auf Welttournee, durchgehend auf Welttournee. Ja, ich hoffe, es war, I want to be Keith Richards, man. Ja, wirklich. Von Dubai nach Mallorca. Mhm. Ich glaube, es war eine AIDA-Pur-Tour. Mhm. Ganz spezielles und, Thema. Ja, yeah, anyway, ich habe gedacht, AIDA-Pur, no stops, just einfach 13 Tage, this is not for me. Aber es war incredible. Es war incredible, weil es, wir reden von der AIDA-Familie. Mhm. Yeah. But this was eine Schippe obendrauf, ja? Ich glaube, wir haben angefangen in Dubai. Und das ist eine Stadt für sich selbst. Das ist, I mean, auch ein incredible. Ich würde empfehlen, dass ein paar Tage in Dubai, bevor du steigst auf dem Schiff, incredible place, really. Aber 13 Tage auf dem Schiff und dann erst kommen in den Suezkanal. Mhm. Wenn mein erstes Mal in den Suezkanal, auch für mich beeindruckend. Leute haben das mit der Hand. it's just unfassbar. The whole little trip through the Suez Canal, it's einmalig. Die Stimmung auf so einer Pur-Reise ist, es ist etwas richtig Besonderes. Es ist mehr Seefahrt, es ist mehr maritim. Ich habe auch erlebt, dass gerade die Kapitäne dann auch mehr erzählen über den Sternenhimmel, ja, über die Fahrt absolutely. An sich, über die Route, über das Meer, alles das. Und wenn es so ist, dass der ein oder andere Hafen noch nicht geöffnet ist und es fallen Häfen aus, mir tut das jedes Mal in der Seele weh für die Gäste, die sich freuen, einen Hafen kennenzulernen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das Programm auf den Schiffen ist so toll und wir haben so viel Abwechslung und es ist so viel los und dieses, ich glaube, das Wichtigste, was du haben kannst, ist im Urlaub Freunde gemacht zu haben. Und genau das passiert bei uns. Das passiert bei uns sowieso. Und wenn eben mal ein Hafen ausfällt, dann machst du mehr Freunde und hast engere Beziehungen zu den Leuten. Und das ist auch großartig. Ich habe ja ganz, ganz viel Kontakt mit Gästen. Ich habe keinen gefunden, der jemals gesagt hätte, eine Purreise ist oder hat mir nicht gefallen, wir waren nicht in einem Hafen. Es war wirklich eine Erfahrung wert, eine Purreise zu machen. Und es lohnt sich wirklich. Das war deine persönliche Nummer 2. Jetzt kommt die Nummer 1. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was deine Nummer 1 ist. Meine erste Fahrt mit AIDA, Warnemünde, New York. Wow. Und das war von der, wir sind nach Grönland, glaube ich, Prinz Christian Sund. Ich muss das immer erzählen. Ja, wir gehen nach Prinz Christian Sund. Ich dachte, was, you know. Und wir kommen, der war ein Opening, eine kleine Eröffnung. Ja, da gehen wir hin. Ich sagte, mit diesem Riesenschiff, ne? Und enge, an, hör die. Ich sage immer, es
wie der Tirol mit Wasser. Ich liebe das Skigebiet und es bewundert mich. Aber mit AIDA auf einem Schiff zu stehen, on deck, pulled and then it's just no, everybody's like the. Und die Felsen sind nah dran, ne? Nah dran, ja. Aber wirklich. Wirklich nah dran, und wirklich so. Der Gipfel, der ein sehenswert Mann, das ist ja so cool. Und dann kommst du in eine kleine Bucht am Ende, und da sind ein paar Eisbergs und vielleicht ein Floss für ein Wal. Und dann denke ich, well, wenn ich jetzt sterbe, dann so ist das. Ich bin glücklich. Ich bin jetzt hier. Das ist wirklich mega. Und of course, die Shows, ich sage nochmal, die Shows war, weil es war mein erstes Mal mit einer Familie unterwegs, ja, zu sein. Es war alles doppelt und vierfach so intensiv. Das ist das, was du machst. Das sind Emotionen und Erlebnisse, die es nur bei uns gibt. Die gibt es nur bei AIDA. Und das ist es mir wert. Ja. AIDA-Familie gibt es nur bei AIDA. Und Wayne Morris gibt es auch nur bei AIDA. True. Das ist das Gleiche. Und dann müssen wir kurz erzählen von New York. Ja? Wenn jemand wollen eine Reise buchen nach New York mit AIDA. Ja. I mean, der Schiff dockt right in den Hafen. Ja. Ja. Und dann abends mit diesem ganzen New York Skyline. Ja. And it's like, you know, nach dem Essen und komm mit einem Drink oder Tasse oder Kaffee oder noch ein Wein. Und das so, Gott, wir sind in New York. Und das Boot bleibt, das Schiff bleibt für like ein Tag oder zwei Tage. It was just an amazing, amazing trip. Und das ist, warum ich habe das mein Nummer eins. A, für mich persönlich als Musician und Entertainer, das zu sehen und spüren. Und das nehme ich für den Rest meines Lebens. Das war so großartig. Und ich danke dir nochmal, jetzt nochmal der Chance hier zu sagen, du hast geglaubt an mir und ich kann jedes Mal Danke sagen. Bin froh, dass ich bin ein Teil davon jetzt geworden. Und jeder Auftritt, jede Schifffahrt, ist immer anders, aber ist immer toll. Und jeder von der kleinen Bootsmann bis zum Kapitän, Entertainer und bla bla bla, Media Teams, whatever, Entertainment, wir alle geben unsere Beste für die Gäste. Ja. Und die merken das. Das ist, warum, glaube ich, jeder so ein Erfolg, weil die merken das. Und ehrlich gesagt, das ist auch, glaube ich, das, warum uns so viele Gäste auch in schwierigen Zeiten so treu sind. Ja. Und warum alle, also ich kenne keinen einzigen in unserer Community, der nicht sehnsüchtig in die Zukunft guckt und sagt, jetzt wird es Zeit, dass es endlich wieder losgeht. Ich glaube allerdings, dass das, was die Verbindung zwischen uns allen schafft, das ist eigentlich das, dass wir alle diese großartigen Erinnerungen haben. Das hat jeder Gast auch. Jeder Gast hat seine Erinnerungen, ja, an die AIDA-Familie, an die Destinationen, wo er war. Jeder hat seine Lieblingserlebnisse. Jeder hat seine Lieblingsshows, seine Lieblingsmusik, sein Lieblingsessen, alles das. Und das macht auch uns in den jetzt schweren Zeiten, hilft es sozusagen, die Sehnsucht in die richtige Richtung zu treiben. Ich bin mir ganz sicher, dieses Jahr geht es wieder richtig los. Wir werden ordentlich Reisen haben dieses Jahr. Wir freuen uns unheimlich, wenn die Gäste jetzt schon buchen und auch dran glauben, dass es weitergeht und es wird weitergehen. Und wir werden alles das, über das wir uns jetzt unterhalten haben, werden wir ganz bald wieder erleben. Und was wir gemacht haben, wir beide, zum Ende letzten Jahres, weil wir so frustriert waren, wie das letzte Jahr gelaufen ist und dass wir das, was wir eigentlich richtig können und was wir machen wollen, dass wir das nicht machen können. Da haben wir uns ja hingesetzt und haben dieses Lied geschrieben, um dem Jahr 2020 nochmal so richtig in den Hintern zu treten und es loszuwerden. Und zum Schluss unserer Sendung zeigen wir das, was wir da gemacht haben. 2020, was für eine Pleite, ja, schieben wir ganz schnell zur Seite. Und das muss das Motto sein. Und ich freue mich riesig darauf, wenn ich das nächste Mal wieder an Bord bin. Und ich freue mich riesig darauf, wenn du wieder an Bord gehst. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden beide richtig gute Zeiten erleben und werden uns hoffentlich in 2 Jahren nur noch leicht lächelnd an das Jahr 2020 erinnern. Ja. Und jetzt kommt unser Song. Weltpremiere. Very good, come on. 2020, was für eine Pleite. Schieben wir ganz schnell zur Seite. Du wirst sehen, zusammen kriegen wir das hin. 2020, so viele Sorgen. Lass uns lieber freuen auf morgen. Du wirst sehen, zusammen kriegen wir das hin. Wir haben so lange gewartet.
bald ist es soweit. I've waited so long to get started. I'm so happy I could cry. Alle Freunde an Bord tanzen und singen und nehmen sich in den Arm. Ooh, and I'll be singing again on the pool deck underneath the stars. 2020, was für eine Pleite, schieben wir ganz schnell zur Seite. Du wirst sehen, zusammen kriegen wir das hin. 2020, so viele Sorgen, lass uns lieber freuen auf morgen. Du wirst sehen, zusammen kriegen wir das hin, 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 hin. Are you ready, girls? Are you ready, boys? Are you ready, Boris? Yes, I am. And Wayne, are you ready? Yes, I'm ready, so alles zusammen. 2020, was für eine Pleite, schieben wir ganz schnell zur Seite. Du wirst sehen, zusammen kriegen wir das hin. It's all together now. 2020, so viele Sorgen, lass uns lieber freuen auf morgen. Du wirst sehen, zusammen kriegen wir das hin, 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 hin. Auf alle Fälle gehen wir hin, 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 hin. An die Sonne gehen wir hin, 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 hin. Und danach kriegen wir hin, 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 hin. 2020 ist hin, 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 hin.